Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe keine Kilometer gescheut, um diese neue Limited Edition vorab irgendwie aufzutreiben. Ich bin in verschiedenen Rossmann-Filialen gewesen, um die neue Rivaldi Loop meets Q10 AE zu kriegen. Guess what? Ich habe sie gefunden und ich dachte mir, wir schminken damit heute einen Look. Das ist alles sehr sophisticated, sehr erwachsen, sehr schlicht. I stan. I love it. Genau meine Ästhetik im Moment. Und ich dachte mir, ich packe mal was anderes in den Hintergrund. Irgendwie fühlt sich das so ein bisschen gemütlicher an. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet ein wundervolles Wochenende. Und eine kleine Ankündigung kommt auf jeden Fall. Freitag alle hierher auf meinen Kanal, denn ich glaube, da könnte ein Drop droppen. Also abonniert unbedingt den Kanal, damit ihr das auf gar keinen Fall verpasst. Alles super limitiert und ich würde vorschlagen, wir starten. Ihr wisst, Rivaldi Loop hat immer regelmäßig neue LEs und diese hat mir eine Zuschauerin geschickt. Also erstmal vielen Dank an dich, dass du mich da immer auf dem Laufenden hältst. Und zwar geht es um Q10. Ich glaube, Q10 war so vor ungefähr 15, 20 Jahren so das Ding, die Neuheit in der Kosmetikindustrie, die für faltenfrei, Schönheit, Jugendlichkeit, Glow, Frische stehen soll. Und jetzt ist es im Make-up drin. I love that. Ich persönlich habe nie so wirklich Berührungspunkte mit Q10 gehabt. Ich bin aber auch jetzt jenseits von der 20. Deswegen freuen wir uns, dass wir das Ganze mal in unserem Gesicht ausprobieren können. Wir starten mit einem Primer. Ich liebe diese Primer in diesen Glasflakons von Rivaldi Loop, Rival Loves Me. Und zwar sind das die Perfection Elixir Drops. Das Q10 Perfection Elixir dient mit seiner leichten Textur als optimale Make-up-Base, die Unebenheiten ausgleicht und die Haltbarkeit des Make-ups verlängert. Poren werden optisch minimiert und Fältchen gemildert. Dank des Q10-Extrakts wird die Haut perfektioniert und der Teint erscheint in einem natürlichen Glow. Die Preise waren von Rivaldi Loop wieder recht passabel. Ich nehme mir jetzt erstmal hier so einen kleinen Spritzer. Ich rieche jetzt noch nichts. Also es hat gar keinen Geruch. Lustig. Also ihr seht, ne? Seht ihr es auf der Hand? Es ist sehr gelig, aber im Gesicht ist das wie so ein flüssiger Silikonprimer. Also die Hände rutschen richtig auf der Haut, fühlt sich super spannend an, hat halt so diesen Pore-Blurring-Effekt vom Gefühl her. Ob es die Poren blurrt, werden wir sicherlich gleich erfahren. Fühlt sich aber erstmal sehr schön pflegend an, sehr reichhaltig. Es fühlt sich an, ja, wie ein Öl, aber ein trockenes Öl, was nicht so glitschig ist. Weil ihr seht, es ist halt jetzt nicht ultra glowy, sondern recht zart auf der Haut. Ich hoffe, dass das Make-up darauf gut hält. Das ist oft so bei so super silikonigen Texturen, dass es meistens eher so ein bisschen rutschig ist. First Impression, aber gar nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, dass es hier tatsächlich so ein bisschen die Poren... Ja, ja, doch, 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 verrückt. Also ich sehe schon hier in dem Bereich, dass es hier ein bisschen weicher ist. Wir tragen mal ein bisschen Make-up einfach drüber und schauen mal, wie das funktioniert. Ich mische mir einfach wieder meine Huda Beauty Foundation, einen Spritzer hiervon, einen Spritzer von der guten Charlotte und trage mir das einfach mal auf. Ihr könnt mir jetzt gerne immer in die Kommentare schreiben, wie ihr zu Limited Edition steht. Also eigentlich kenne ich die Antwort schon, weil ihr seid alle hier, weil wir ja eigentlich immer Limited Editions benutzen. Aber ich finde, dass es... Also das letzte Jahr war echt hart für mich, weil natürlich viele Marken durch die Pandemie einfach nicht die Möglichkeit hatten, rechtzeitig ihre LEs rauszubringen. Und deswegen freue ich mich, dass sich das Ganze jetzt so ein bisschen entspannt wieder in der Drogerie. Und die LEs jetzt langsam, die ja natürlich auch viel, viel weiter im Voraus geplant werden, langsam rauskommen. Ich trage mir wie immer erstmal eine halbe Seite auf und wir schauen mal, wie sich die Foundation verhält. Also ich merke direkt, dass das alles sehr schön über die Haut gleitet. Und dann hole ich euch gleich ein Stückchen näher ran. So könnt ihr euch das Ergebnis einmal von nahem anschauen. Also die Foundation ist natürlich selber sehr, sehr glowy. Ich finde aber vor allen Dingen wirklich hier in diesem Bereich hat es das Ganze ein bisschen reduziert. Da ist ja oft so, wenn man eine sehr glowige Foundation benutzt, wie ich es jetzt getan habe, dass dann die Unebenheiten auf der Haut so ein bisschen betont werden. Ich habe das Gefühl, dass das Ganze jetzt sehr minimiert ist. Nicht so zugestopft wie andere Foundations, aber doch schon sehr ebenmäßig. Seht ihr den Effekt auf der Haut? Ich habe die Foundation einmal eingearbeitet und bin ehrlich gesagt super zufrieden mit dem Effekt. Ich hole mal das Licht ein bisschen,
dass ihr diesen Glow auf der Haut sehen könnt. Die Hauttextur an sich sieht aber sehr, sehr schön aus. Also es ist nichts betont, es ist alles sehr, ja, weich gezeichnet kann man nicht sagen bei einer Glow Foundation, aber es ist doch schon sehr ebenmäßig und das gefällt mir super, super gut. Ich bin gespannt, wie sich die Foundation jetzt über den Tag hält. Ich gebe euch da in den Kommentaren oder ich blende es euch hier nochmal ein Update. Aber wir machen erstmal weiter und zwar benutze ich jetzt einen Concealer, denn wir haben einen Puder, von dem ich schon super viel Gutes gehört habe. Okay, der Concealer ist einmal aufgetragen und wir machen weiter mit dem Under Eye Powder. Das soll Haut glatter wirken lassen. Es ist auch mit Q10 angereichert, soll dafür sorgen, dass sich das Make-up nicht absetzt. Und das kann echt spannend sein. Ich habe schon gute Sachen davon gehört. Ich bin halt bei so transparenten Pudern immer sehr vorsichtig. Normalerweise, wisst ihr, bake ich ja. Aber das hier, Verpackung, klasse. Ich liebe dieses super schlichte Design. Sieht immer schön aus im Badezimmer. Man kann den Deckel hier sehr gut abnehmen, beziehungsweise man kann es auch dann einfach rausdrehen. Und ich nehme jetzt erstmal das, was hier am Deckel ist, glaube ich. Ich nehme hier meinen kleinen Pinsel und gehe hier in den Rest vom Puder rein und lade den Pinsel gut auf. Meistens reicht das schon. Mal schauen. Um das Make-up zu setten. Ich nehme mal noch ein bisschen. Ich mache sowas ja immer ganz gerne, um. Ich nehme mal ein bisschen was raus hier. Und da seht ihr es am Pinsel. Sprightet auch so ein bisschen. Seht ihr das? Wie das gleichzeitig auffällt, aber nicht trocken ist. Also hier seht ihr, ne? Da habe ich so einen kleinen Dip unterm Auge. Und hier ist das super fixiert. Also ich kann anfassen, ohne dass es sich abstempelt, aber das sieht aus, als hätte das Puder so einen kleinen Glow mit drin. Also ich glaube, dass das vielleicht das Q10 sein könnte. Ich weiß es nicht, vielleicht kennt ihr euch aus. Ich bin keine Chemikerin, ne? Aber das gefällt mir richtig gut. Gruß geht raus an Lou von Unfug Rundfunk. Die hat mir das nämlich empfohlen und meinte, sie ist super zufrieden damit. Ich liebe den Effekt unterm Auge. Seht ihr das? Das ist der Glow der Foundation und der Pflege und so kommt noch durch, aber die Foundation sieht gesund aus. Nur eine ganz, ganz kleine Schicht. Also ich habe ja nicht gebaked, ne? Ich gehe einfach nur hier so ein bisschen lang und presse das Puder in die Haut ein und sorgt dafür, dass sich das alles so ein bisschen fixiert. I love it. Okay, definitiv ein großes, großes Go. Es gibt jetzt noch eine Palette fürs Gesicht. Das ist die Face-Palette mit außergewöhnlichem Glow, mit vier harmonisch abgestimmten Farben. Wir haben einen Bronzerton mit drin, der sieht einmal so aus. Sieht jetzt recht kühl aus. Ich bin gespannt, wie er auf der Haut wirkt. Könnte aber eine schöne Farbe sein. Ich nehme meinen kleinen Pinsel, gehe hier ein bisschen rein. Kein Kickback, fühlt sich, das könnte so ein bisschen wie der Too Faced Bronzer sein. Ich stempel ihn mir jetzt einfach mal hier hin. Ganz leicht, ich möchte nämlich diesen Glow auf der Haut behalten. Seht ihr das? Es hat super schön. Pfannkuchen, Snatched Goddess. Ich stempel mir einfach hier mal nur so ein bisschen hin und auch hier an der Nase. Die Farbe ist bei mir gerade perfekt, ne? Weil sie nicht zu warm und nicht zu kühl ist. Kommt so ein bisschen an den Hatice Schmidt Bronzer ran, glaube ich. Also, das ist auf jeden Fall eine Sache, wenn ihr einen Bronzer, der ein bisschen kühler ist, sucht, der super günstig ist. Okay, ich muss es nochmal kurz wiederholen, ne? Seht ihr den Effekt hier in meinem Under-Eye-Bereich? Das sieht frisch und healthy aus. Aber trotzdem gesettet. Yes. Goddess. Glowy Goddess today. Sehe ich erwachsen aus? Sehe ich aus, als wäre ich gerade aus meinem Banktermin gekommen? Ich glaube ja. Ein Blush ist hier nicht mit drin. Es gab einen Monolidschatten, den ich ganz spannend finde. Das ist die Farbe Shiny Sun. Sieht ein bisschen aus wie Günstmaus, aber ihr seht, ne? Der hat Farbe und Gold. Ich swatche ihn einmal, auch sehr weich. Ja, es könnte vielleicht ein bisschen zu viel sein. Wollen wir es ausprobieren? Nur ganz leicht. Und das stempel ich mir einfach hier hin. Ja, also es kommt so ein bisschen Farbe kommt raus, aber es ist natürlich eher ein bisschen mehr Glow. Okay, also kann man benutzen, aber ich will jetzt hier auch noch gleich den Highlighter nehmen. Aber die Farbe ist ganz süß. Look at her. Wir haben Highlighter und dafür nehme ich mir einfach einen großen Pinsel. Drei verschiedene. Einen recht warmen, orangefarbenen, goldenen, den nehmen wir auch. Ich klopfe ein bisschen ab. Und top den einfach hier rüber. Und der passt perfekt zu meiner Hautfarbe. Wir haben natürlich auch noch etwas hellere, einen kühleren und einen gelberen. Ich glaube,
hier auf meiner Hand ein bisschen sehen. Oben haben wir den gelberen und unten den etwas neutraleren. Auch der sieht sehr schön aus. Ich finde die Kombination aus all den Produkten gerade super gut. Also wieder dieser Effekt, dass es zwar günstiges Drogerie-Make-up ist, aber sehr gut aufeinander abgestimmt. Also man merkt schon, dass die Firmen sich mit den Produkten so ein bisschen mehr auseinandersetzen, als sie es vielleicht noch vor 3, 4 Jahren gemacht haben. Wie harmonisch passen die Farben zusammen? Und ich finde, das sieht super, super schön aus auf der Haut. Oder? Was sagt ihr? Okay, es geht weiter mit den Lidschatten. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, weil es sind 2 Schimmerfarben. Wir haben hier einmal die Farbe Bronzy Passion und hier die Farbe Shiny Sun. Und dann einen hellen Ton. Ich weiß nicht, warum ich den gekauft habe. I guess I'm stupid. Ja, was soll der machen? Ich gebe ihn jetzt mal hier mit so einem großen Pinsel auf und sette damit so ein bisschen mein Lid. Wobei, warte mal. Als Brightening. Schaut mal. Ich kann das so ein bisschen als Brightening Powder nehmen, um noch ein bisschen mehr Dimension in mein Gesicht zu setzen. Okay, dafür finde ich es, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, wenn ihr die richtige Hautfarbe dafür habt, so ich oder heller, könnte das gar nicht schlecht sein, einfach um hier unten noch so ein bisschen Deckkraft hinzugeben und das Gesicht so ein bisschen auszugleichen. Als Lidschatten, weiß ich jetzt nicht, braucht man nicht. Deswegen nehme ich mir jetzt einen Pinsel, der schon so ein bisschen braun mit dran hat, gehe nochmal hier in den Bronzer und trage mir das einfach in die Lidfalte auf für so ein bisschen Tiefe. Also ich glaube, diese Mono-Lidschatten, den hier braucht man nicht unbedingt, weil der, ja, weiß ich nicht. Das ist halt keine Farbe, wo ich sage, die fehlt mir jetzt in der Sammlung. Aber hier mit dem Bronzer kann man ja immer schon sehr, sehr viel machen. Ich mache das ja super gerne. Probieren wir das jetzt aus hier. Kommt, wir sind mal mutig. Ich nehme jetzt mal einen kleinen Pinsel und gehe hier rein. Schau mal, wie das aussieht, wenn ich den hier außen hingebe. Das ist halt ein Schimmerton, ne? Ich gebe mir den einfach in den äußeren Bereich. Ist schon eine schöne Farbe, aber finde ich ein bisschen unnötig, die Farbe. Deswegen nehme ich jetzt denselben Pinsel und gehe nochmal hier in die Farbe und gebe mir das einfach nur ganz leicht hier auf mein bewegliches Lid. Mit dem Finger vielleicht. Ja, so. Dann haben wir so ein bisschen Glow, ein bisschen Rosy drauf. Ist jetzt nicht krass pigmentiert, aber so als Topper. Ein bisschen ohne irgendwie eine große matte Farbe im Auge. Ganz nett. Also ich glaube, ihr habt gemerkt, die Lidschatten, weiß ich nicht, braucht man nicht. Ich bin super begeistert von der Base. So, ich habe einmal mein Make-up fertig drauf gemacht, habe mir ganz, ganz schlichte Lashes draufgepackt. Ich finde, das sieht halt immer super edel aus. So eine ganz zarte Lash für den Alltag. Kleiner Trick, ich drehe die. Also das äußere Ende packe ich meistens in die Mitte. Das fokussiert das Ganze nochmal so ein bisschen anders. Ich liebe das. Vor allem zu so einem super natürlichen Look. Ich habe einfach einen Lip Liner von Nabla benutzt und dann hier von Charlotte diese Tinted Love auf die Lippe gegeben. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, sehr, sehr, ich will nicht sagen langweilige LE, weil ich verstehe die Intention dahinter, aber eine sehr, sehr gelungene LE. Sehr schönes Ergebnis auf der Haut. Die Base gefällt mir gut, die Augen gefallen mir. Ich hätte mir vielleicht andere Lidschatten gewünscht, vielleicht wirklich ein schönes, sattes, mattes Braun, um das so ein bisschen abzudunkeln. Aber ich glaube, der Sinn dahinter war einfach, diese Pflege in das Make-up mit reinzukriegen. Und das ist sehr gelungen. Primer gefällt mir gut jetzt vom ersten Eindruck. Ich gebe euch vielleicht in den Kommentaren oder später nochmal als Endeinblendung hier ein kleines Fazit. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Look, zu den Vibes hier und zu der LE sagt. Ich bin super gespannt. Ich freue mich auf euch am Freitag und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.